Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. In der dritten Folge von Züge aus dem Archiv möchte ich euch nicht nur E- oder Diesel-Loks zeigen, sondern auch Dampfloks kamen im letzten Drittel des Jahres 2021 vor die Linse. Viel Spaß mit diesem Video. Im strömenden Regen rollte 50-36-48 am 23.08.2021 um 6.45 Uhr mit zwei Gaswagen aus dem Bahnhof Roswein in Richtung Chemnitz. Und noch einmal in Dübingen-Keulen. Am 22. September 2021 kam 346.024 der Bresnitztalbahn um 15.28 Uhr ebenfalls durch Döbeln-Keuern, diesmal in Richtung Riesa. Eigentlich warteten wir auf 86-17-44, die genau eine Stunde später nach der V60 folgte. 86-17-44 gehört der Bresnitztalbahn und war am 22.09. auf dem Weg von Zwickau nach Lübbenau, hier kurz hinter Döbeln bei Graditz. Am 2. Oktober um 10 Uhr kam 371.004 mit dem RE20 aus Tschechien nach Dresden, hier die Durchfahrt in Königstein.
241 353 der Erfurter Bahnservice GmbH war am gleichen Tag nur eine Stunde später von Dresden nach Bad Schandau unterwegs. Wieder eine halbe Stunde später kommt 241 353 mit einem Kesselzug nach Soland zurück. Weil der Zug in Dresden-Friedrichstadt hielt, gelang es mir, mit der S1 hinterherzufahren und ihn in Dresden-Mitte noch einmal aufzunehmen. ...291.036 von Will-System mit einem kleinen Bauzug in Dresden-Städt Richtung Coswig. Genau 30 Minuten später folgte 203.163 von Kaptren mit ein paar Güterwagen nach Straßkrebs und Bauzug. Nach einem Stellenwechsel kam 232.704 LZ durch Coswig Richtung Priesterwitz. Unser eigentliches Ziel an diesem Tag war 143.250, die mit einer zusätzlichen S1 von Meißen-Triebichtal nach Pirna unterwegs war. Am Nachmittag des 17. Dezember 2021 kam 50 36 48 zurück aus Bad Schandau nach Chemnitz-Silbersdorf.
Nach einem Zwischenstopp in Dresden-Altstadt erklimmt sie nun die Tarander Rampe. Durch eine Sperrung in Riesa wurden die Züge aus Tschechien umgeleitet. So auch ein 1400 Tonnen Düngerzug, gezogen von 232.704 des Guinnessville im Auftrag von Triangular. Von Bad Schandau ging es über Dresden, Coswig, Nossen, Döbeln, Chemnitz, Klaurau nach Neumark, Sachsen. Von Coswig bis Nossen schob 345-260 der WFL Mark. Durchfahrt in Mergentheim. In Nossen wurde 345-260 vom Zug gehangen und 232-704 fährt weiter. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.